Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Trust and Betrayal. Ich hoffe, diese Aufnahme wird jetzt vernünftig ablaufen. Ich hatte ein bisschen Ärger, oh, ein dicker Ruckler. Ich habe ein bisschen Angst im Moment vor Minecraft, ich weiß auch nicht warum. Ich habe jetzt mehrmals, ich glaube, ich habe insgesamt schon 3 Stunden aufgenommen, ohne dass das richtig funktioniert hat. Also jetzt nicht hier auf dem Server, sondern rumprobiert, weil ich hier immer Abstürze hatte und so weiter. Und ja, was wollen wir heute machen? Ich gehe jetzt erstmal schlafen, glaube ich. Ganz ehrlich, Leute, bei dem Wetter, da kannst du doch eigentlich dich nur in Bett hauen. Und ja, aber natürlich mit Schwert in der Hand, weil ihr kennt unser Glück ja mit den Monstern zu Hause. Was ich jetzt alles gemacht habe, ich war kurz davor, PC nur aufzusetzen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auf jeden Fall mittlerweile die neueste Java-Version nochmal drüber gehauen in 64-Bit. Ich habe zig Sachen versucht und mittlerweile geht's. Ich habe jetzt 16 GB RAM für Minecraft zugeteilt. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Jetzt mittlerweile bin ich auf jeden Fall erstmal relativ glücklich, dass erstmal scheinbar wieder was funktioniert, damit ich endlich wieder aufnehmen kann. Das war schon echt, ist schon ein Nervenkrieg, sage ich mal, für mich, wenn ich nicht aufnehmen kann und dann in der nächsten Woche in Urlaub fahre. Und eigentlich aufnehmen müsste, wenn ich euch dann regelmäßig Videos bringen möchte, was ich natürlich gerne möchte. Und ja, so entstehen dann Probleme. Ich bin jetzt aber eigentlich gerade relativ optimistisch, dass es jetzt ganz gut läuft. Und wenn es jetzt nicht wird, dann weiß ich nicht, was ich dann tun soll. Dann habe ich nämlich eigentlich alle Sachen ausprobiert, die mir einfallen. Und dann gibt es nicht mehr viel, was ich wirklich machen kann. Hier können wir später mal nach Erde buddeln, weil wir ja doch etwas Erde für die Farm brauchen. Ich halte gerade Ausschau nach Schweinen, da könnte ja mal helfen. Ah, das wäre jetzt cool im Livestream so. Hey, wo sind Schweine? Ach, da und da, okay. Ja, auf jeden Fall, wir machen weiter ganz normal. Hoffentlich mit einer ganz entspannten Aufnahme und nicht sowas Komischem. Also nicht so komische Abstürze und sowas. Was sind denn das hier für Bäume? Die sind ja interessant. Habe ich meine Super-Axt mit? Nö, leider nicht. Ich guck mal einmal, was für ein Holz. Ist wahrscheinlich auch Oak. Okay, Oak. Das ist nice. Da werde ich, glaube ich, mal ein paar umhauen später. Hat schon so ein bisschen an Holzweiler extrem. Da werde ich mal die Lumber-Big-Axt, oder wie die heißt, ansetzen. Da habe ich Bock drauf. Ja, mal ein bisschen Holz fällen, wie im Forst-Mod. Gut, wir werden jetzt mal... Irgendwie sieht aus, als hätte hier schon jemand nach Tieren gesucht, ehrlich gesagt. Ich sehe ja gar nichts. Vielleicht fliege ich auch einfach zu hoch. Na, eigentlich muss ich das ja von der Höhe doch schon ganz gut sehen können, wenn es da denn was gibt. Und ist übrigens ganz interessant mit meinen Todespunkten. Dadurch werde ich jetzt nach Hause finden, weil die sind einfach so ein Marker in der Karte. Es gibt ja hier tausende verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, Mac wollte ja ins Weltall, wie auch immer. Da bin ich auch mal richtig gespannt. Da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal informieren, wie das denn alles so abläuft, wenn man sowas macht. Und ich halte jetzt hier eigentlich gerade nur Ausschau nach, ja, Tieren. Da hinten bewegt sich was. Hühnchen. Toll. Mit einem Hühnchen kann ich nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Da werde ich nicht satt genug von. Ich ärgere mich ja etwas. Oh, ein Pferd. Ich habe keinen Sattel. Schade. Das wäre sonst mal was. Ah, eine Kuh. Super. Eine Kuh ist schon mal klasse. Eine Kuh bringt Steak und Steak ist geil. Und dann braten wir uns zu Hause erstmal ein fettes Kobe. Immer nicht vergessen, die einzusammeln. Ja, ansonsten da unten ein paar Schafe. Wenn irgendwo Schafe sind, sind meistens auch andere Tiere in der Nähe. Ist zumindest so meine Minecraft-Erfahrung, sage ich mal. Und deshalb wollen wir mal schauen, ob wir denn hier irgendwo in der Umgebung noch was finden. Ich weiß nicht, ob hier in der Eislandschaft was ist. Ist das hier Eis? Snow. Ja, Eis. Hartes Eis. Könnte man wahrscheinlich auch cool Sachen rausbauen, wenn man ein cooles Texture-Pack hat, wo das Ganze halbwegs gut aussieht. Ich dachte gerade, die wäre künstlich. Aber ich will doch nicht kämpfen. Ich will doch eigentlich nur ein Tier töten. Ja, okay, irgendwie kämpft man ja dann doch. Aber gut, wir suchen jetzt auf jeden Fall. Und wir widmen uns auch so langsam der kritischen Grenze. So nach 5 Minuten,
Da sind mir meistens dann die Aufnahmen abgestorben. Ich habe extra immer ein bisschen Singleplayer hier gezockt, auch mit dem Modpaket, weil ich dauernd Abstürze hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, woran das gelegen haben kann. Irgendwie muss es wirklich mit der Java-Version zusammenhängen, weil die neue Version, die ich mir jetzt nochmal zum dritten Mal drüber gehauen habe, die 64-Bit-Java-Version, die lässt das Ganze jetzt doch echt geschmeidig laufen. Zur Information, ich habe gerade 280 FPS, also seidenweich. Übrigens, wenn ich das Spiel im Fenstermodus spiele und nicht im Vollbildmodus, das ist mir bei den ganzen Tests auch aufgefallen, habe ich dieses komische Haklige nicht, wenn ich manchmal renne in Gebäuden. Da habe ich ja, vielleicht kennen einige von euch das, dieses Hakelige. Also ich hatte zwar genug Bilder die Sekunde, aber irgendwie war es hakelig so. Und das hat sich jetzt eigentlich dadurch auch gelegt. Hey, die Kuh hat mich geschlagen. So. Eigentlich ist das Fleisch jetzt nur so lange für da. Normales Grass. Grass ist ganz gut, weil mit normalem Grass kriegt man ja mit der Zeit Weizensamen, soweit ich informiert bin. So war es zumindest früher in der Standard-Minecraft-Version. Und ich möchte mir eine große, am liebsten eine Weizenfarm anlegen. Am besten ich suche mal eine von jemand anderen und werde die dann ja halt abbauen und wieder anpflanzen, dass der noch seine Farm hat, aber ich schon mal ein paar Samen. Ja, ich denke, so machen wir das. Werde ich mich vielleicht mal bei jemandem aus meiner Nachbarschaft bedienen. Sind doch mir bestimmt nicht böse, oder? Glaube ich nicht, wenn ich wieder anpflanze, was sollen sie dagegen haben? Und ansonsten kriegen sie halt noch ein Stück Fleisch. Und vielleicht nehme ich mir dann noch irgendwie ein Schild, was ich da hinschreibe, dass ich das gewesen bin, damit für den Fall, dass sich jemand fragt, ja, dass sich keiner beschwert. Ich hätte da einfach Samen geklaut oder sowas. Dann möchte ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und direkt sagen, okay, ich war das, ich hatte Hunger. Und dann sollte das ja eigentlich auch kein Thema sein. Also ich würde mich da nicht drüber aufregen, wenn ich jetzt irgendwie einen Nachbar hat, der gerne sowas haben möchte und ich da das rum habe, gar nicht auf dem Server bin und im Endeffekt wahrscheinlich noch nicht mal die Ernte brauche, weil ich schon relativ viel gespielt habe oder so. Ja, das ist hier der Kuhbusch übrigens. Also in Indien wäre der heilig, so ungefähr. So, was haben wir denn? Aha, noch eine Kuh. Ich muss sagen, ich finde das gerade super mit den ganzen Kühen. Können wir ein ganzes Dia-Schwert an den Kühen runterschlachten, weil das brauchen wir auch. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel Fleisch wir doch verdrücken, so nach und nach, da wäre das gar nicht schlecht, was wir hier machen. Dass wir einfach richtig viel War-Beef haben und dann mal so richtig schön ein paar Kobra auf den Grill schmeißen. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und wir fliegen gleich übrigens über Luftlinie nach Hause, also relativ zügig, weil, weiß nicht, ich kenne mich hier hinten jetzt wieso nicht mehr auf. Ich bin eigentlich nur auf gut Glück geflogen. Wegen der Karte kann man das ja mal riskieren. Ich habe gerade kurz gedacht, ich wäre auf der Gestrandet 1 Map. Irgendwie. Ups. Ich darf nicht vergessen zu essen. Das ist schlecht. Dann falle ich irgendwann um. Genug Fleisch hätten wir ja dabei. Aber boah, allein was wir jetzt bei diesem kleinen Rundflug schon wieder verbraucht haben. Ich habe echt so langsam Panik. Wir brauchen auf jeden Fall eine gut funktionierende Farm, damit das Ganze halbwegs läuft. Oh, ein Ocelot. Ein Ocelötchen. Cool. Schau, dass ich keinen Fisch dabei habe. Sonst hätte ich demnächst eine zahme Katze. Was ist denn da? Achso, auch ein Ocelot. Das war so cool, als die damals eingeführt wurden in Minecraft. Wie wir die alle gefeiert haben. Also ich und ein paar Freunde, als wir damals noch so viel gezockt haben, Minecraft. Was ist denn das hier? Bambus. Wie macht man das am besten kaputt? Das ist ja cool. Weiß nicht, das gefällt mir. So richtig dicke Bambus-Dinger. Die werde ich jetzt mal mitnehmen. So, und wenn ich jetzt hier nicht unmittelbar noch ein Tier finde, werde ich so langsam den Nachhauseweg einschlagen. Mhm. Da unten sind Tiere. Sind da dann auch Kühe? Klar, ich weiß, so wie ich jetzt hier gerade gucke, sehe ich nicht alles. Aber ich möchte jetzt nicht alles ganz genau durchgucken. Manche Tiere sollen halt auch mal Glück im Leben haben.
Und ich weiß, es ist nur ein Computerspiel und das ist eh, sag ich mal, relativ egal, was man tötet, aber ja, ich finde es einfach netter. Da oben, das sind Bergkühe, die sind besonders lecker. Na, magst du kleine Fledermäuse? Ich mag dich auch zum Fressen gern. So, war doch noch eine. Ach, die hat sich wieder hier einen Schirm gemacht aus dem Baum. Kennt man ja schon von den Viechern. Boah, so ein ganzer Stack wäre natürlich episch. Aber den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen, außer wir finden jetzt eine kleine Herde irgendwo. Dann kriegen wir das vielleicht noch hin. Oh, da hinten ist noch einer. Ich finde es auch ein bisschen gemein, alle Tiere zu töten. Aber die kommen, glaube ich, wieso mit der Zeit wieder nach, wenn ich da richtig auf dem Laufenden bin. Und ja, wir brauchen das Essen. Sorry, da gibt es nichts. Wir müssen einfach mal was essen. Gut, wir werden mal wieder Bambus mitnehmen. Irgendwie finde ich den Bambus cool. Können wir bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Da würde ich jetzt zumindest mal von ausgehen. So. Und ich bin gerade so erleichtert, dass endlich wieder das Aufnehmen von Minecraft vernünftig funktioniert. Zumindest scheinbar bis jetzt. Und da bin ich jetzt echt glücklich, weil das es gibt eigentlich fast nichts Schlimmeres, als wenn man aufnehmen will, auch eigentlich Bock hat und dann muss man alles doppelt und dreifach machen, neu installieren, updaten. Dann bist du da stundenlang dran und wolltest eigentlich nur eben lustig zwei, drei Parts aufnehmen, ein bisschen Spaß haben. Und ja, das ist, sorry, aber da, dann sitzt man da manchmal und denkt sich auch, ach, was ein Scheiß, warum muss das jetzt alles nicht so klappen? Und dann ist direkt wieder schlechte Stimmung und das ist ja, wollen wir ja auch nicht. Wir sind doch alle Ringelpiez mit anfassen und so, das ist doch viel schöner. Oh, hier sind diese interessanten Bäume schon wieder. Beziehungsweise da hinten ist dann, glaube ich, der große Wald gewesen. Sodass wir da auch mal irgendwann vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall mal wieder ein anderes Texture-Pack nehmen, Leute. Da müsst ihr auch gar nicht die Kommentare voll spammen. Ich nehme das dann, wenn ich es nehme, sage ich mal. Weil wahrscheinlich nehme ich jetzt zwei oder drei Folgen noch auf. Und dann werde ich demnächst nochmal aufnehmen, wenn denn noch zwei, drei andere Leute dabei sind. Ich werde, glaube ich, nochmal Mac anschreiben. Mit dem wollte ich wieso nochmal da ein bisschen. Der hat ja doch ein bisschen mehr Ahnung von den Minecraft-Paketen. Klar, der spielt das auch schon wesentlich länger. Also jetzt nicht Minecraft, das spiele ich, glaube ich, länger. Aber er spielt halt die Mod-Pakete deutlich länger, was ich weiß. Und da hat er einfach schon, sage ich mal, mehr Erfahrung als ich. Und da muss man dann einfach auch mal, sage ich mal, ja. Die Tipps vom Profi annehmen. Boah, das ist ja geil. Wie heißt das hier? Floating Islands oder sowas? Das ist ja geil. Kann man hier mal schauen? Ich war hier. Ah, die Anne war hier. Ist aber ein cooles Haus, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Kann man da rein? Ist das Team Rot? Nee, Team Blau. Team Blau. Mal schnell abhauen, bevor die aus Team Blau noch kommen. Muss ich wieso ein bisschen ein Auge drauf haben, weil ich bin fast schutzlos, glaube ich, vom Equipment her. Okay, ich habe meinen relativ schnellen Dolch da. Aber ja, im Endeffekt macht er wahrscheinlich auch nicht so viel wie sein, wie die Mörderwaffen da von den guten Leuten, sage ich mal. Das wird schon mal, glaube ich, ein bisschen extremer dann für mich ausfallen. Ich glaube, wir kommen jetzt aber schon durchaus in eine Gegend, wo man so nach und nach schon unser Zuhause erkennen wird. Ich glaube, ich knall mich auch gleich erstmal ins Bett. Das ist doch hier immer, das ist alles immer so anstrengend. Ihr kennt das ja. Und genau hier haben wir dann schon unsere kleine Welt. Unser Gebirge. Da ruckelt es da mal kurz. Da gehe ich mal kurz etwas runter. Aber ich muss sagen, Minecraft läuft jetzt gerade echt genial. Ich habe zwischen 200 und 300 FPS und das ist genial beim Aufnehmen. So viel hatte ich echt noch nie beim Aufnehmen. Klar, ich habe jetzt auch mittlerweile ja meinen neuen Rechner, obwohl den hatte ich auch schon ein, zwei Aufnahmen davor, aber anscheinend ist er erst jetzt so richtig. Der muss erstmal einlaufen, so ungefähr. Nein, Quatsch. Muskeln möchte ich nicht essen. Cooked Meal, das ist aber eigentlich auch ganz nice. Da haben wir doch noch ein bisschen Fleisch dabei. Aber wir hauen uns jetzt erstmal ins Bett. Es ist nach Mitternacht da.
Ah, you are morphed. Morphed ist, glaube ich, das hier gewesen. Wenn ich richtig informiert bin. Und dann kann ich mich hier gleich mal in der Bette kloppen. Ich will schlafen. Mach schneller. So. Genau. Und da wir jetzt erstmal was zu essen haben. Ich weiß nicht, ich werde jetzt mal einen kleinen Rundflug machen, denke ich. Und gucken, wer da was eventuell hat, womit wir was anfangen können. Sprich, Getreide. Aber da müssen wir mal schauen. Ich möchte das eigentlich niemanden von Team Blau wegnehmen, weiß nicht. Ich möchte eigentlich gerne auf die Samenqualität im eigenen Team und so. Quops. Unnamed, unnamed, Quops. White, Redstone. What? Redstone Name? Okay. Strawberries. Ist ja alles ganz interessant. Ich möchte es aber nicht kaputt machen. Da werde ich, glaube ich, eher schauen, dass ich von jemandem aus einem eigenen Team oder so. Das ist einfach sozialer, sage ich mal. Beziehungsweise, ich schaue, glaube ich, mal, dass ich ein bisschen von der Base wegfliege. Irgendwo wird sich bestimmt auch ein kleines Dörfchen finden lassen. Und mit Fliegen geht das ja alles so weit. Und ich meine sogar in der Richtung hier war irgendwo ein Örtchen. Also ganz so schlimm ist es da sicher auch nicht. Oder ich hau hier einfach mal so eine Wiese kurz und klein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, da kommen ja auch echt viele Samen raus. Die Frage ist nur, das sind dann tausende verschiedene von allen möglichen Kräutern und Unkräutern. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das essen kann oder nicht. Da müsste ich dann auf jeden Fall erstmal jemand anderen fragen, bevor ich davon irgendwas fress. Oder halt, vielleicht schreibt ihr es mir ja noch in die Kommentare und ich sehe es noch vor der nächsten Aufnahme. Ich werde jetzt einfach mal alles, was ich so habe, anbauen, denke ich. Und mal schauen, ob da irgendwie was bei rauskommt, was man dann am Ende essen kann. Ich sag mal, ich bin wieso nicht wählerisch, da wird das schon irgendwie was dabei sein. Gut, aber wir wollten jetzt auch nochmal auf die andere Bergseite fliegen, wenn ich richtig glaube, dass ich da richtig liege. So, genau. Hey, ich sitze im dunklen Loch. Ist der ausgehöhlt? Das wäre ja cool. Aua. Ich bin doch nur eine kleine Fledermaus. Ich weiß nicht, ein Erdweg ist irgendwie assi, oder? Deshalb werde ich jetzt, glaube ich, mal schauen, dass ich. Wo war denn hier irgendwo Erde? Irgendwo hatte jemand in der Ecke Erde. Bitte sag nicht, dass das ein Team Grün, okay. Und ist auf, also kann ich reingehen, ne? Ah, da ist eh Anne, also eigentlich lohnt es sich eh nicht reinzugehen. Ja, geil, die Trolltür. Hey! Geile Idee, aber. Muss ich mal zugeben. Finde ich ganz lustig. Ich habe jetzt auch nicht mit diesem Troll gerechnet. Obwohl irgendwie doch schon, weil irgendwie war die an der sinnlosen Stelle. Naja, aber was soll man machen? Bin ich halt mal drauf reingefallen. Ich möchte auch mal ein bisschen mit den Leveln hochkommen, deshalb ist das Braten oben von dem Fleisch gar nicht mehr so schlecht. Ach, ich bin ein Depp. Na, das wollte ich nicht rausschmeißen, dann schmeiße ich lieber den Stick weg. Und dann lege ich mir die Geschichte hier ins Inventar, damit ich direkt sehe, wann ich einen Stack voll habe. Und, na, der Stack wird wahrscheinlich nicht für diese Brücke reichen, sage ich mal. Ich weiß aber nicht, Silk Touch, das ist, glaube ich, eine verdammt teure Verzauberung, die ich gar nicht habe. Und ich möchte unbedingt Gras. Weil ohne Gras ist mir die Wiese nicht schön genug. Ach, jetzt immer das Umschalten. Weißt du, da möchte ich einfach mal wieder diese DNA haben. Da muss ich auf jeden Fall mal Julia fragen. Und vielleicht kann die mir da helfen. Oder Dalu oder irgendjemand von denen, die, sage ich mal, weiter sind, die größer sind. Bei diesem Projekt halt
sage ich mal, konkurrenzfähigere Leute. So ungefähr. So. Boah, ist das weit. Aber wir sind auch weit mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.